Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen auf der Map Futuristic, Größe 4x3. Und ja, es ist endlich wieder eine neue Folge Bed Wars. Ich habe ja gestern keine gebracht. Ja, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich dachte, ich hätte noch eine aufgenommen, aber den war anscheinend nicht so. Nun stand ich ein bisschen dumm da. Aber macht ja nichts, dafür gibt es heute wieder eine. Und ja. Was ich ganz am Anfang jetzt einmal kurz ansprechen will, sind die Kommentare zu irgendwie zwei Folgen der letzten Bed Wars, der Bed Wars Reihe. Das waren irgendwie Part 91 und 92, glaube ich. Kamen so Kommentare wie, du hast dein Team beleidigt und selber machst du nichts anderes und so. Und sowas wie, ich hasse dich. Und da denke ich mir dann so halt, ich habe sogar geschrieben, dass ich eingesehen habe, dass ich mein Team zu viel beleidigt habe, dass es mir auch leid tut. Aber es juckt diese Leute anscheinend nicht. Die schreiben dann sowas wie, ich hasse dich oder was ähnliches. Und das juckt mich wirklich überhaupt gar nicht. Ja, wenn die mich hassen, dann sollen sie einfach nicht meine Videos gucken und Ende. Und wirklich, es stört mich kein bisschen, weil das sind 1% der Leute. Das waren zwei Leute, die die Kommentare geschrieben haben. Und wenn mich 99% trotzdem mögen, dann interessiert mich nicht, ob mich einer dieser Leute hasst. Oh, Grün hat mal wieder GG. Ach, Grün. Grün ist immer so eine Sache. Wenn mein Team Grün ist, das ist schon ziemlich schwer. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, nicht mehr zu beleidigen. Egal, was passiert. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten können. Also, wie lange ich das durchhalten kann. Ihr könnt ja mal kritisch in den Kommentaren darauf achten. Aber bitte schreibt ja nicht sowas wie, du Wichser hast beleidigt. Dann sagt dann einfach, schreibt doch einfach mal Kritik, die man auch lesen, also die, ich sag jetzt mal, lesenswert ist, ja. Wenn ihr sowas schreibt wie, ich lese ja den ersten Satz zuerst und da steht da, ich hasse dich. Der Rest, den lese ich gar nicht mehr weiter. Weil, wenn man so allein ankommt, dann kann das ja keine gute Kritik sein. Und, ja, deswegen, bei sowas braucht ihr auch gar nicht, ja, wenn ihr sowas schreibt, dann braucht ihr euch ja nicht wundern, warum ihr keine Antwort zum Beispiel bekommt. Das war so das, was ich sagen wollte. Jetzt muss ich schnell zurück, damit ich mir einen Bogen kaufe, oder? Mitte. Eigentlich, nee, muss ich noch nicht. Sehr gut, komm, eine Ladung Gold noch, bitte, komm. Gib mir, die kommen da jetzt. Oh mein Gott, da ist sie. Sehr gut. Und tschüss, 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 guys. Tschüss. I got the money. Okay, und weg ist der Torben. Weil jetzt habe ich den besten Bow. Das ist auf jeden Fall ein dicker Vorteil. Also im Moment läuft es ja ganz gut mit meinem Team hier. Alles ist, alles gechillt. Zuerst der beste Bogen. 3 und Pfeil gegönnt. Und dann brauche ich Essen. Und am besten noch eine Chestplate. Ist das arrangierbar? Dankeschön. Zack, dann hole ich mir noch die Rüstung. Einfach damit es so aussieht, als wäre ich besser equipped. Und jetzt kann ich in der Mitte helfen. So funktioniert nämlich Bed Wars. Genau. Besten Bogen, also alles ziemlich cool gelaufen. Der Rundenstart, ist das ein roter da? Ne, das ist unser blauer, das ist ja gechillt. We can bow. Was habe ich gesagt? Keine Ahnung. Egal. So, hier haben wir wieder 11 Gold, die ich halten kann. Ich glaube, er will Team Rot machen. Ja, wenn das so funktioniert, dann ist das doch auch ziemlich cool. Dann macht das auch Spaß. Wenn ein Team einfach mal wie ein Team spielt. Nicht, oh, er teilt aus, er teilt aus. Nein, jetzt kommt der andere von hinten, schade. Oh, er hat's. Bombe. Siehst du, so macht das Spaß. Genau so soll das sein. Genau deswegen ist es ein Teamspiel. Das war super. Geilo. Soll ich dir mal schreiben? Ich habe schon ewig nicht mehr geschrieben, dass welche in der Aufnahme sind. Seid in der Aufnahme. So. Das war wirklich das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich das wieder geschrieben habe. Mal gucken, wie die Reaktionen da so drauf sind. Er hat einen Bogen, das ist aber gewagt. Und das sollte es gewesen sein. Oh shit, ich habe nicht getroffen. Er schreibt einfach cool. So.
haben wir ihm doch noch den letzten Hit gegeben. Richtig so. Cool, nice. So. Jetzt wollen die einen sicheren Weg in die Mitte bauen, das finde ich absolut... Ach nee, das können sie ruhig machen, dann haben wir es gleich leichter. Können wir nicht so schnell runtergeschossen werden. Achso, hier. Ja gut, dann halt nicht. Dann spare ich das einfach mal weiter. Na komm, gib ihm den Hit, Torben. Und noch einen Hit hier. Eventuell. Na? Komm schon. Bogen. Alter. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem Roten, dass er jetzt gleich... Ach komm schon, Torben. Oh, Alter, danke. Ich habe heute ein bisschen Inkompetenz-Zielwasser getrunken anscheinend. Alter, wenn er das Bild auch noch kriegt, dann ist er ja richtig OP. Das ist... Nee. Also mit dem macht das ja keinen Spaß. Der macht das Ganze zu einfach. Alter. Das ist zu leicht. Lol. Er schreit einfach richtig dumpf, yo. Er schreibt richtig stumpf, yo. Also wäre es überhaupt kein Problem für ihn. Ja, warte, grün will ich jetzt machen. Obwohl, ich töte jetzt zuerst ein. Oder nee, ich will eigentlich nach Hause. Und mir dann, eine Enderperle kaufen und ein Eisenschwert oder so. Ich sammle das ganze Gold. Ich habe 31 Gold. Lol, Alter. Das war ja echt... Mit dem hat das Spiel ja echt super funktioniert. Das war ja echt richtig geil. Und tschüss. No, doch noch nicht. Jetzt vielleicht noch. Und noch ein Hit. Ah, nicht mehr erwischt. Schade. Oh, lol. Doch erwischt. Alter, richtig cool, Torben. Du bist ja echt stark, muss ich kurz anmerken. Ich gehe dann mal wieder nach Hause, ne? Wir changen mal kurz die Positions. Zack. Ja, wenn man bauen könnte, dann wäre das echt vorteilhaft. Den grünen sehe ich gar nicht von hier aus. Lol, die Runde ist echt spitzenmäßig. Ohne Witz, das macht richtig viel Spaß mit dem. Das läuft auf jeden Fall bei dem Team, ey. So, die Enderpearl ist am Stissel. Stärketrank ist auch am Stissel. Und die Eisenspitzhacke ist auch am Stissel. So, die 10 Gold kommen jetzt hier in die Kiste rein. Oh, wir haben hier auch eine Kiste. Ja, dann tue ich die besser da rein. So. 10 Gold sind am Start in der Kiste. Das kommt auch noch rein. Und dann macht Torben jetzt das Bett kaputt. Das kommt da auch noch rein. Vielleicht noch ein bisschen Essen hier. Ja, ich habe mal wieder neue Musik hinterlegt. Ich habe wieder ein bisschen umgeguckt. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Genau. Ich bin im Moment ein bisschen so in der Laune, ein bisschen Musik zu sammeln und so. Das macht mir einfach Spaß im Moment. So. Das sollte für mich eigentlich auch schon ausreichen. Ich komme gleich der gekonnte Enderperlenwurf. Zack, da ist er. 1, 2. Das war's. So. Gut. Dann hole ich mir eben hier einen schniekes Warp Powder und mache mich auf den Heimweg. Damit ich nicht den Weg zurückbauen muss. Das ist immer ein bisschen nervig. Meine Spitzhacke hat nicht an Haltbarkeit verloren, die hat Unbreaking. Das ist natürlich auch stark. Das ging jetzt ziemlich schnell, muss ich sagen. Ich mag die Map Futuristic. Die ist ziemlich übersichtlich. Gefällt mir. Also sie ist nicht... Sie hat nicht so viel Schnickschnack. Es gibt schönere Maps auf jeden Fall. Aber ich finde die auch echt gut. Weil die ein bisschen einfacher gehalten ist eben, wie gesagt. Und ja, mir gefällt sie einfach. So, ich will mich auch mit einer Enderperle zu dem werfen.
Ich will nämlich noch, bevor mein Stärketrank hier zu Ende ist, also brauche ich noch eine Fuhre Gold. Ich hoffe, das reicht noch. Damit ich meinen Stärketrank noch ausnutzen kann. So, da haben wir die wunderbare Verbindung nach Hause. Ich gebe dir noch 2 Minuten. Okay, richtig, richtig große Fresse erstmal haben. So, okay, jetzt sage ich Tschüss. Wie lange hält man Stärke noch? 1 Minute. Okay, da muss ich mich richtig beeilen. Weil mit Stärke habe ich echt den Riesenvorteil. Komm doch jetzt aber alleine. Okay, mache ich. Kein Problem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Enderperle, Enderperle. Mach, 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 mach. Mach. Danke. Etwa, okay. Zack. Ich komme. Kein Problem. Immer wieder gerne. Wie lange habe ich noch? 51 Sekunden, alles klar. Das waren gerade übrigens die richtigen... Na, jetzt ist da einer. Ich will den töten jetzt. Give me the chance. Ich werfe mich jetzt gleich hier mit einer Enderperle gekonnt da drüber. We can go right back to the start. Hi! Und das war's. So. GG. Ja, Leute, das war eine echt coole Runde. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ihr könnt natürlich auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein und ciao.